So, weiter geht's. Akku gewechselt ist der letzte. Wir stehen hier immer noch am Baggersee, hätte ich mal lang gesagt. Und Ding macht schon wieder Mucken. Meine Güte. Ich glaube, der mag die Kälte nicht. Ach, er muss noch eine Rundumsicht machen hier. Für Google, denke ich. Oh, der Specht ist auch noch am Arbeiten. Ja, dann lass uns zum Kalkofen marschieren. So, sind die Finger natürlich auch kalt geworden. Aber hat sich gelohnt. Wir haben eine gute Ausrüstung. Ja. Ja, aufpassen mit meinem. Pass auf, hier ist glatt. Nicht? Warte, ich nehme ihn auf. Ne? Vielleicht kriegen wir es diesmal hin. Wenn er sich grazil auf die Erde legt. Ja, gut. Komm, dafür durftest du letzte Woche lachen. Genau, du hast auch deinen Spaß gehabt. Nee, ich fand das auch lustig. Ich hatte die ganze Zeit schon da immer drüber nachgedacht. Ja, scheiße, irgendwann legst du dich gleich hier hin und zack, und dann liegst du. Ja, ich bin in der Äste gekommen. Ne? Ja, gut, das, in der Äste, das ist also. Kacke, das ist, ja, das weiß ja. Ich. Passiert. Deswegen machst du die Bänder, mache ich ja auch falsch. Eigentlich machst du die nach drinnen. Ne? Du hast sie eigentlich doch gar nicht. Aber du bist mit dem Fuß in den Ast reingekommen. Ja, ja. Irgendwo hier müssen wir jetzt hier rüber. Ja. Mach mal. Ne, hier ist noch zu hoch. Hier vorne muss das sein. Hier ist das. Scheiße. Ich sag schon euch, ich bin nicht bei der Bundeswehr, muss hier doch kriechen. Hier bin ich genau hochgekommen. Hier ist gleich der Plastikdeckel. Da ist er. Kannst du jetzt wieder mitnehmen? Ne. So. Was hast du, Querfeld 1 können wir hier... Oh. Alter, jetzt haben wir wieder was verpasst. Mann, du sagst doch vorher Bescheid. Der ganze Hof. Ja, der war ganz hoch. Und im Sprung fiel mir ein, scheiße, mein Knie tut ja weh. Oder? Das ist gedacht, natürlich. Da stütze ich lieber ab. Ja, jetzt sie noch perfekt abrollen müssen. Das war doch wieder mein, wieder. Ach, jetzt haben wir schon die scheiß Kamera immer dabei und kriegen wir es trotzdem nicht mit. Weiter geht's. Mann, Mann, Scheiße. Ich hatte den Montag Kampffeier. Oh, wir haben das auf Video. Nein, dein Chef meckert nachher. Obwohl, das ist ja Freizeitbeschäftigung. Ne? Ist okay. Dann ein geiler. Lass dich mal heute Abend ein bisschen pflegen. Von deiner besseren Hälfte. Ich habe schon beide Knie. Hallo, du bist noch keine 70. Warum? Mit 70 dürfen wir uns ja mal rüber beklagen. Hier links. Wer fällt ein? Weiß ich nicht, ob wir hier runterkommen. Sieht so aus. Ja, ja, immer wie geil, das kennt ihr weh. Das muss aber schon fast da sein, doch. Das sieht hier aber irgendwie ganz schön scheiße aus, Mr. Navigator hier. Warum? Da vorne müssen wir runter. Pass auf. Was ist das für ein Haufen hier? Ist das wohl eine
ein Riesenmaulwurf oder was ist das hier? Das war erstmal mal eine Scheibe ein bisschen. Ja, nicht, dass sie gleich noch erwürgt hier irgendwo. Ja, für sowas nimmst du eigentlich hier so einen, wie heißt das? So einen Buff. Ja, den packst du dir da drum. Ja, mach mal, ich gehe hinten rum. Ich bin eine alte Memme, ich gehe hinten rum. Ja, dann nimm, sammel die ein. Ah, hier ist der Kalt oben, hier ist er. Der Kalkofen. Was ist das denn hier? Privatgrundstück betreten, verboten? Alter, heute geht ja wohl gar nicht hier. Was ist das denn hier? Ja, Kinder. Scheiße, muss weiter zurück. Krieg ich's nicht drauf hier. Ja, was willst du machen? Ja, ja, ist ja gut. Wo seid ihr, Thomas? Guck mal, Andreas fragt schon, wo wir sind. Gut. Mal weiter geht's. Das sieht aber auch aus, ey. Wie du da ein Foto, scheiße. Was? Ach, scheiße. Ich hab dich drauf voll drauf, das sieht so total kacke aus. Foto. Ja. Ja, mach doch. Hab ich als Status gemacht, scheiße. Zu scheiße. Zu spät. Zu spät, ist schon, in der, ist schon im Äther. Da mitmachen. Da kam ich mit dem Interview, das Drehen auslösen. Ganz in der Nähe, Andreas, ganz in der Nähe. Kaffee Waldkristall, also Didi Konzept GmbH. Didi? Wer ist denn Didi? Ja, ist das das hier oder was? Keine Ahnung. Ja, komm. Ich sehe schon, es wird heute eine längere Wanderung hier mit uns. Mach nicht so. Ja, ist auch egal. Komm ich halt später. Müssen wir jetzt hier runter oder wo willst du hin? Sieht schon ziemlich. Spielhalle ist das. Nee, also. Dann muss ich wieder löschen. So. Ja, wir müssen komplett. Ja. Hier durch. Ja, so, so durch. Wir können ja probieren, daher zu kommen. Dann kommen wir auf die Straße, die dann wieder am See vorbeiführt. Achso, okay. Ja, mal gucken, können ja mal gucken hier, wie weit hier kommen. Nein, wir sind ja wie, genau, wie so ein paar Gämse. Die Tour hat angefangen, alle Akkus leer. Super, das haben wir toll hingekriegt. Oh, hier ist der Boden noch richtig hart. Heute bin ich der Stürzer von Wien. Ja. Dann erzähl mir mal, wie hier, also manchmal ist das für mich unverständlich, wie kommt hier sowas hin? Motor, ja, das gibt's ja aber nicht, hä? Hä? Also. Hier ist weder ein Auto noch sonst irgendwas. Ja. Und sowas, das liegt ja noch 1000 Jahre da. Hier, Flaschen, wieder Bierflaschen. Tock, 3 Bierflaschen. Nachricht. Ja, Andreas ist es. Der soll sich das Video anschauen, dann weiß er, wo wir sind. Ja, das ist ja schon. Das ist ja schon jetzt. Ja, hier vorne, hier geht's her. Komm.
Ah, hier geht's schön hoch. Komm. Das ist ja wohl nicht der Affen wieder. Der Tiger da oben her. Dann machen wir mal hierher gehen. Ja, ist heute fast nur Querfeld-Eintour. Ein bisschen anstrengend, aber macht doch viel mehr Spaß. Ja, fällt gerade ein bisschen in die Luft. Ja, warte, ich muss mir aber putzen. Guck mal, was ich hier noch habe. Ja, guck mal. Von letzter Woche. Ja. Achim, gib mir mal. War hier kein Risiko wieder. Okay, okay. Ist ziemlich glatt. Ziemlich glatt ist gut. Geht höher und wird kälter. Ja. Oh, hier ist auch gut was. Oh, oh. Auch ein kleiner Canyon. Na komm. Hab ich noch irgendwas auf dem Kopf? Nee, was soll ich noch im Kopf haben? Weiß ich nicht. Nee, alles gut. Alles gut. Alles gut. Die Pumpen kommen, ne? Ja. Hat sich doch noch zu einer richtig tollen Tour entwickelt, muss ich sagen. Ja, muss ich auch. Ich habe schon gesagt, so dieses Querfeld ein, das macht schon Spaß. Ja, ne? Vor allen Dingen, wenn du da Punkte hast auf der Karte. Ja. Die Höhle oder. Hier ist schon toll. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Das stimmt. Mach das.
Da kann man sehen, die schönsten Perlen liegen direkt vor der Haustür. Also heute will ich mich verarschen mit der Höhe, oder was? Wieso, was sagt er? 50 Meter. Schon wieder 50 Meter? Alter, da passt was nicht. Mann, wir sind ja nicht viel höher, auch hoch und runter geht's hier ja nicht viel. Aber 50 Meter, das kann gar nicht sein. Ach, das kann nicht. Guck mal, hier ist noch ein Mülleimer, ist das toll. 50 Meter ist nicht möglich. 204 Meter. Ja, ich glaube, da. Ich weiß nicht, warum die so eine Scheiße labert. 204 Meter habe ich. Na, das ist scheiß doch hier. Ja. 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 203, ja, krass. Das ist schon richtig. Wie, die zeigt richtig an, aber die sagt das falsch, oder? Ja, gut. Blöd, ne? Ja. Ja, Bug. Also wenn die besoffen wären. Bug-Reportung, gut. Also wenn die besoffen wären. Wird gefixt im nächsten Update. Du hast kein GS im Rücken. Doch, ich hab. Oh, Alter! Im T-Shirt. Ach, im T-Shirt, ja. Wie merke ich doch. Scheiße. Was hat Andreas denn gehabt? Ich bin irgendwas reingefahren. Da, wo es zum Vordermarkt geht, da die Ecke. Wir sind im Wiengebirge nördlich von, was ist das, Hüllhorst, ne? Hüllhorst, ja. Holsen. Wie ist das andere Kaff da? Ach, weiß ich nicht. Also da auf jeden Fall. Da war ich auch vorher nie gewesen, aber sehr toll hier, muss ich sagen. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Du kannst dir hinterher die Tour angucken. Ich werde die mal posten, wenn wir sie beendet haben. Sind aber, ich glaube, es werden über 15 Kilometer werden, die wir wohl haben. Der ist die ganze Zeit auch am Laufen jetzt. Andreas. Mit Mike zusammen. Mike läuft auch viel. Guck, vielleicht machen wir mal eine Tour zu viert oder so. Keine Ahnung, wenn die so weit sind. Sollen erstmal noch ein paar Runden machen. Dass wir überhaupt mithalten können. Die sind etwa, Andreas war jetzt gerade bei 8 Kilometer. Was? Ja. War er nicht etwas dicker oder so? Ja, genau. Er muss, die müssen halt erstmal ein bisschen abnehmen. Das war irgendwie so eine. Der fällt ein. Das kann sie knicken, wenn, der, ja? Wenn du da nicht die Gelenke so ein bisschen trainiert hast, ey, dann das geht gar nicht. Deswegen. Ja, mal gucken. Ja. Was sind wir denn? Wir umranden die Tour. Ja, war uns zu wenig, ne? Ja. Mal so den Bogen und dann kommen wir eine näher ran. Ja, wir suchen halt unsere eigene Strecke, ist doch egal. Ja, aber direkt am Waldrand, boah, nein, hab ich überhaupt keinen Bock drauf auf sowas. Okay, ja, dann wir hatten uns das schon fast gedacht, dass es so ist. Ich bin jetzt auch gerade wieder zu Hause, oder was heißt schon eine Stunde. Ich habe 8 Kilometer bin ich gewarmt. Also nicht, dass ich nichts tue. Ne, Herr Meier? Ja, wir sind, habe eben schon gesagt, wenn du mal so weit bist, kannst du aber mitkommen, dann können wir gerne. Aber wir gehen sehr viel Querfeld ein und wenn dann die Gelenke, die so ein bisschen so im Training hast, dann tust du dir schon sehr weh. Na, mal sehen. Na, aber gut. Ich finde das gut, dass ihr das macht.
Au. Oh. Steine. Steine? Steine. Steine. Oh. Nachladen hat sie dann gedauert. Okay. Ja, dann gucken wir uns mal die Steine an. Wo ist ein Adler? Hörst du nicht? Ja, das ist ein Adler. Hm. Ich höre ihn. Er hat Hunger. Gib ihm Fisch. Oder eine Maus. Ach so, jetzt können wir ein paar Meters machen hier auf dem Weg. Morgen ist Brust dran. Brust und Bizeps ist morgen wieder dran beim Sport. Dann werde ich aber nach der Runde heute werde ich dann morgen weniger Ausdauer machen. Ich glaube, das brauche ich nicht. Was denn? Wer hat die Tour beendet? Was? Wer hat die Tour beendet? Diese. Ich habe wieder den falschen Knopf gedrückt, weil ich es nicht gelesen habe. Ich muss eine neue Tour stellen. Sonst lasse ich nicht die Tour eingeben. Was? Also ich habe hier meine Uhr, die GPS-Koordinaten, die habe ich dann komplett. Ich habe es ja wahrscheinlich nicht mehr zusammengefügt, ne? Gemerged. Geh zurück auf die Tour. Nee, ist noch nicht beendet. Ist noch nicht beendet? Nein, ist noch nicht beendet. Gut. Nein. 9,8 haben wir erst. Alter. Also, ja, wir haben auch ein bisschen vor uns. Wo sind denn meine Steine jetzt hier? 3. Also, das muss hier rum und dann kommen die gleich. Gut. Gut. Okay. Glück gehabt. Die musst du doch mittlerweile aus dem FF kennen, die App. Die musst du doch blind bedienen können. Ja, das sind Schieferplatten, also ganz normale Steine. Ja. Okay. Soll das hier sein, diese? Ja. Naja, gut. Okay. Nicht so der Highlight. Das können wir vernachlässigen, glaube ich. Da hinten kommen wir wieder auf unsere blaue Tour. Donner.
Wir liegen eigentlich zeitlich. Wie wir zeitlich liegen. Ist noch hell. 13.26 Uhr. Ja, wir haben nicht so einen Anfahrtweg, das ist schon ganz gut. Das passt. Ja. Mach ich jetzt nicht. Wenn wir 2 Stunden jetzt noch haben, dann ist das okay. Ah, 2 Stunden. Jetzt geht es ja nur noch zurück. Letztendlich. Na, wer weiß, wir finden vielleicht noch irgendwo einen Weg, wo wir abbiegen können. Terra, der Terra-Weg ist rechts. Oder wie heißt das? Das ist gar nicht Terra, ne? Doch, ist Terra. Hier ist schon wieder glatt, Achim. Ich sehe mich gleich schon wieder auf der Erde liegen hier. Das sind die Steine, oder was? Ja, möglich, aber eigentlich nicht. Das ist ja auch eine Futterkrippe. Riesen, oder? Weiß nicht, für Rehe. Riesen. Ne, das ist ein Sitz, das ist ein Hochsitz. Eine Bank, naja. Naja, gut. Das ist live, wo die Sonne nicht hinkommt, ne? Da muss ich aber schon länger stehen, liegen. Was hast du? 10 ungefähr. 10 Kilometer. 10. Ja. Dann machen wir jetzt nochmal 5 und dann ist gut. Ja, 5 zurück jetzt noch. Ja. Das ist gut. Ja, kann ja sein, dass er 20 Meter tiefer sind. Ja, die ist wahrscheinlich die Kalibrierung oder keine Ahnung. Ich frage mich, die muss dann normalerweise nur die Daten auslesen, die da angezeigt werden. Ja, also, und da werden 203 oder 83 gesagt. Wer weiß, was die da gemacht haben. Haben da wieder den Praktikanten rangelassen. Ja, wahrscheinlich. Mach mal die Routine fertig da und. Ja. Wasserland hier. Ja, wollte ich gerade sagen, gleich sind wir unter Null, Alter. Temperatur hier. Ja. Dann fragen wir, wo die 20 Meter weg haben können. Was könnte das denn sein? Ja. Nee, das sind schon mehr wie 20 Meter, Alter. Das ist ich glaube nicht, dass wir hier unter Meeresspiegel sind. Das sind wir ja auch nicht, wir sind über 200. Ja, hier ist richtig glatt, ne? Ja. Kannst du fangen? Ach, jetzt! Ah. Das hätten wir erst noch mal üben müssen mit so einem Staffelstab. Meine Güte, ich guck dir das an hier. Da hinten, alles grün. Hier. Weiß. Das ist nicht der letzte Schnee bis hier. Meinst du? Ja. Spürst du das im Urin oder was? Oder ist das dein Knie? Ist das dein Knie, was dir das sagt? Das Knie kann ich nur sagen. Hast du ein wetterfühliges Knie?
Halt, scheiße, warte eine Sekunde. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Er konnte sich nochmal fangen. Warum muss ich eigentlich als Kameramann den schweren Weg nehmen und du nimmst hier den leichten? Sag mal, komm, rutsch schon mal rüber hier. Aus dem Eisfeld sind wir wieder raus. So. Das ist ja schön, ne? Wir sind wieder in der Sommerzone. Ach, nimmst du mal bitte kurz die Kamera. Ich nehme mal einen Schluck aus der Pulle. Ja, gut für dich. Ja, brauche ich. Okay, hier wieder eine Winterzone hier. Also ich laufe mal ein bisschen, ich glaube. Ja, gucken wir uns das jetzt mal an. Ja, ja, ja. Wir brauchen doch noch ein Aufmacher-Highlight, Achim. Highlights haben wir jetzt schon. Okay. Wollen wir mal hoffen, dass wir gesund nach Hause kommen. Ohne gebrochene Knochen. Wollen wir nicht heraufbeschwören. So, hier ist ein bisschen düsterer. So, jetzt haben wir aber schon länger keinen mehr gesehen, ne? Ich glaube, hier, da verirren sich nicht so viele Leute. Verdammt noch eine kleine Taschenlampe zu legen. Ja, und auch da gibt es ja mittlerweile schon gute kleine Dinger, die richtig hell sind. Also ja. So diese LED-Dinger. Zu Höhen. Ja. Und in den Rucksack. Oh, hier Sonne. So eine kleine. Ich glaube, nicht keine schlechte Idee. Ist nicht schlecht, wenn du sowas immer dabei hast. Hätten wir die Höhle aus. Aus. Ja. Aufnehmen können. Ja. Ja, stimmt. Aber interessant aus, so der Dampf da, der da war. Hammer, ne? So. Ja. Vor allen Dingen jetzt auf dem Video nicht vielleicht nicht ganz so toll, aber als er drin war, das noch besser. Ja, ich glaube, das stimmt wohl. Ja, so peu à peu rüsten wir uns halt immer mehr aus. Ja. Alter, Alter. Hier liegt ja wieder alles, ja. Wir haben es auch schon gefühlt, wir haben es schon abgesägt, die Dinger. Ja. Zum Teil, guck mal, das muss ja noch schlimmer ausgesehen haben. Tja, Kinders, guckt euch das an. Alles kaputt hier. Und glatt ist auch hier. Ja. Ja. Ha ha ha.
Unglatt. Unglatt, habe ich gerade schon gesagt. Anscheinend habe ich heute. Ja, ich weiß auch nicht. Manchmal ist. Nein. Wir können mich auch nächste Woche überspringen, das muss nicht sein. Also, du kriegst heute die Füße nicht, was ist los mit dir? Das Knie, ne? Das Knie. Nein, die schmerzt aber. Durch. Nicht nach vorne. Ja, also das ist angucken. Ja, das müssen wir ja auch. Deswegen sind wir ja auch hier. Wir wollen ja auch die Gegend genießen. Aber ich muss hier doppelt, ich muss gucken, ich muss. Alter. Erhöhter Schwierigkeitsgrad. Vielleicht haben wir nochmal. Wir sind auf der anderen Seite. Das rechts, links. Ja, wir sind ja unsere eigenen Herren. Das stimmt, das ist auch recht. Wir umranden jetzt ja die Kurse oder so. Ja. Hier hat nochmal eine schöne Aussicht nach Norden, oder hinten. Ist da hinten Preußisch-Oldendorf oder so, ja. Obwohl das, glaube ich, noch ein bisschen weiter ist. Oh, ach scheiße, darf ich gar nicht vor der Kamera sagen. Obwohl, kann ich ruhig. Wir haben erstmal am, ich weiß gar nicht, wann das rauskam, Mittwoch im Konzernportal stand drin, unsere Prämie, die wir dieses Jahr kriegen. Wir haben wieder über Soll gearbeitet. Gibt 10% Prämie vom Jahresgehalt. Ne? Jo, finde ich auch. Gibt's immer in der Juli-Abrechnung. Geile Sache, Alter. Kannst du dir vorstellen, was das für ein Schein ist, ne? Das glaube ich. Da kannst du gut 2 Monate Urlaub von machen. Ja gut, ich muss ja dieses Jahr noch Björns Führerschein bezahlen. Also. Und Steuer kommt auch. Da gebe ich dann schön ein für aus, wenn wir in der Tschechei sind. Das da brauchen wir dann nicht kleckern, ne? Ja. Das ist dann, wenn du so unbeschwert dann nicht drüber nachdenken musst, das ist schon. Genau so ist das. Wahrscheinlich auch vom Sturm, oder?
Meisterschaft. Da ist die Straße, die ich immer fahre, wenn ich nach Porta fahre. Nein, da unten ist sie schon nicht. Ein Stückchen weiter. Zum Porta Markt. Ja, hab ich noch mal geguckt nach so einem Fernseher da, ne, 75 Zoll. Ja, 2,5, ne? 130 Watt gibt es einmal von LG und einmal von Sony. Aber irgendwie kann ich mich noch nicht so. Gut, warten noch ein paar Monate, das ist ein Tausender weg. Ja, das ist es, ne? Aber das ist halt auch. Ja, aber das ist so, wenn du auch nicht so den Druck hast, dass du unbedingt einen brauchst, ne? Ja, dann wartest du immer und denkst, dass du. Ja. Ein paar Monate kriegst du was Besseres für weniger Geld, ne? Das ist immer das Ärgerliche dabei. Ja, du wolltest mal was investieren, Achim? Ja, meine Vermieter will doch diesen Gebäudekomplex verkaufen für 600.000. Ich glaube, 6 Wohnungen sind das oder 7. Das sind alte Häuser, die er saniert hat. Ja, ich würde es glaube ich nicht ausgeben dafür, 600.000. Wofür noch? Für die Häuser. Ja, wofür brauchst du das noch? Die letzten 20, 30 Jahre? Ja, für ich brauche das sowieso nicht. Nee, nee. Ich würde mir sowas nicht mehr ans Bein binden. Das ist immer viel zu stressig, habe ich keinen Bock drauf. Sowas. Ich will mein Leben noch genießen und mich nicht um irgendwelche Leute dann noch einen Kopf machen müssen. Au, 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 au. Jetzt geht's wieder. Stückchen. Ei, 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 ei. Eine Glasscheibe? Eine Glasscheibe ist das, oder? Weiß ich nicht. Ja, geh doch mal hin und guck doch mal. Ja, was weiß ich. Stein, ne? Ja. Nein, nein, nein. Das geht ja auch nicht mit. Mit Kühe richtig erkannt. Ich will das ja auch gar nicht. Aber wenn, dann will ich vorbereitet sein. Gut. Ja, ich sehe ja jetzt im Moment hier den gefährlichen Weg. Ja, ist auch richtig. Der Kameramann muss den sicheren Weg gehen. Naja, gefährlich ist aber auch was anderes. Alter. Ja. Ja. Alles gefällt hier.
Ein Wald ist auch was anderes. Aber das sind schöne gerade Dinger, da kannst du schöne Bretter rausmachen. Ja, so, kannst du hier für Parkett, Kiefernholz, Kiefernparkett. Das ist echt richtig schön gerade, die Dinger. 600 Meter von der Tour runter. Scheiß auf die Tour. Gut. Problem ist nur, mal gucken. Oh, Kinder, 13%. Also ich weiß nicht. Es wird nicht bis zum Ende reichen. Ich habe immer noch keine neuen Akkus gekauft. Tja. Muss ich heute Abend mal dran denken, muss ich gleich welche bestellen. Merker an mich. Oh, Gimbal hängt auch schon wieder in der Uhr. Sekunde. Mensch. Der mag die Kälte, glaube ich, überhaupt nicht. Alter, schon wieder weg. Ich glaube, Akku ist leer vom Gimbal. Na. Na, mal gucken. Ja, wie viel haben wir denn noch? Kilometer? Ja. Vier? Vier. Ja, jetzt versuchen wir gleich mal. Ja, gut, dann ist das Ende halt nicht drauf. Ja, Ende ist nicht drauf, müssen wir irgendwann nochmal. Wenn wir Kuchen essen und Kaffee trinken, ist das halt nicht drauf. Ja gut, das muss auch nicht drauf sein, ne? Ja, die Belohnung wahrscheinlich. Sagt meine Uhr. 11,87. Ja, hat's auch gesagt. Das ist Samsung. Donner. Nicht Kummer. Ja, aber das ist. Ja, Kummer sie ist auch. Die lügen doch hier. Da muss ich gleich die Kamera trotzdem tragen, ey. Du hast deinen Rucksack nicht dabei? Nee. Kannst du ihn nicht anklemmen? Ja, das ist scheiße. Verbiegt sich das Ding. Gibt es da keine Gürteltasche für? Nee. Oh, das nehme ich mal rein. Ja. Aber mit Kiern kommt es entgegen. Ja, ein Problem mit den Gelenken hier, mit den Motoren, die da drin sind. Wenn die verbiegt, ist das Ding im Arsch. Ne? Hat ich schon von Tim erzählt, mein Arbeitskollegen, der hier in Patagonien und so gewandert ist, alleine da. Ja, der hat sich jetzt einen Wanderstock gekauft. Wanderstock? Ja, das ist dann halt, wenn du auf zum Stabilisieren, weißt du? Ja, ich kenne das, dann machst du da die Plaketten drauf oder was oder so. Ja, sowas kannst du natürlich auch machen, aber ist nicht so ein Holzding, das ist ein, den du auch zusammenpacken kannst, so in drei Teile, kannst du auch im Rucksack reinpacken. Und wenn du den dann halt brauchst auf schwierigem Gelände, dann nimmst du ihn raus und hast ja halt zusätzliche Stütze. Ne? So. Ist doch gut für die Armmuskulatur und so. Ne? Ja, jetzt nicht sowas da. Dieses Nordic Walking. Obwohl das auch mehr so ein Schleifen der Stäbe ist. Ein Ziehen, ja. Ich schleife dich Stäbe hinter sich her, also von daher, naja, gut. Ja.
Also hier sind wir doch eben schon hergekommen. Das sieht genauso aus. Überall sieht das alles gleich aus hier. Oh, da unten haben wir einen kleinen Bach. Das Water. Was hast du? So. Mahlzeit. Achso, hier hatte ich so ein Ding für 150 Euro gekauft. Ja. Ja, hier ist ein Stab. Ja. Ehrlich? Ja. Ein bisschen übertrieben, oder? Habe ich ihm auch gesagt. Ich sag, ist der Motor drin? Nein. Das sind so drei Gelenke. Das. Ja. Na, mal gucken, was er sagt dazu. Ob das so taucht. Akku oder was? Ja. Acht. Acht? Jo. 10 Minuten. Ach, der Gimmel macht doch schon wieder die Grätsche. Die hält, dann müsste ich dafür auch welche haben. Tolle Sache, ne? Ja, sehr, sehr. Ja, oder was? Hä? Ist ja gar nicht. Ja, auch, Akku auch leer. Zu viel ausgenommen, aber hält er ja auch bis zu 4,5 Stunden, ne? Ja. Aber wenn er zu viel ausgleichen muss, weil wir zu viel laufen, zu wackelig. Zu wackelig ist, dann hält er natürlich nur 2,5 Stunden oder 3. Vielleicht müssen wir noch einmal. Wer fällt ein? Okay. Aber ist noch ein bisschen. Vier Stück hintereinander, vier dicke Bohren gefahren. Ne, 5 sind es. Der oben ist noch eins. Ja. Oh, die Höhen haben wir auch ganz gut heute gemacht, glaube ich. Überwunden. Gucken wir da mal. Es ging schon öfters hoch und runter. Ja. Das machen wir so 100 auch. Ja. Also 120 glaube ich schon gehabt. Ne? Yeah.
Das war ein schönes Stück hoch, ne? Dass wir eben eine Runde gegangen sind. Ja. Ja. 96 Etagen. Okay. 4%. Haben, das ist auch noch Schnee. Ja, wie sagen, lass uns noch ein Fazit machen hier. Voller genau. Dinge. Fazit? Du war besser wie gedacht. Ja. Das auf jeden Fall. Überraschend gut. Ja. Na ja, gut, die Tour, unsere Tour müssen ja, wir ja, ne? Aber nur weil, wir weitergelaufen sind und nicht genau die Tour gemacht haben, die wir vom Gurkenmord vorgegeben haben. Das stimmt. Ja, sehr toll. Das sind auch so die Phasen hier, die querfeldein, haben mir sehr gut gefallen. Ja, die haben wir jetzt auch gleich wieder vor uns. Ja, leider können wir es euch nicht mehr zeigen. Ja, wie gesagt, ich besorge mir ein paar neue Akkus. Dann kommen wir ein bisschen länger darüber hinweg. Aber wie ich wir werden sehen, hier jetzt hoch müssen. Ja, okay. Dann gehen wir lieber hier schon. Ja, dann lass mich gerade die Kamera ausmachen. So, ich würde sagen, hier geht es jetzt hoch. Bis nächste Woche.